Einen wunderschönen guten Tag da draußen, alle begeisterte Formel 1-Fans, und willkommen hier zum 11. Lauf unserer Saison bei der Profikarriere. Die Station heute lautet Ungarn. Man nennt es auch gerne Monaco 2.0. Mal schauen, ob wir so ein chaotisches Monaco-Rennen hier auch wirklich erleben oder ob es ein sehr fades Rennen wird. Das erfahren wir allerdings später, denn wir gehen erstmal natürlich ins Qualifying. Der Renault hat kein gutes Chassis, was man hier durchaus braucht. Gerade in den langsamen Schikanen, auch Kurve 1, die ist relativ langsam, ist ein gutes Chassis. Die Aerodynamik stimmt natürlich bei dem Renault, weswegen uns der zweite Sektor liegen sollte. Der Motor spielt hier nur eine untergeordnete Rolle, genauso wie auch in Monaco. Deswegen eine gute Aerodynamik und ein gutes Chassis kombiniert mit einem mittelmäßigen Motor und man kann hier durchaus relativ weit vorne fahren. Das bedeutet, die Schwäche von Force India in der Aerodynamik könnte uns hier zugutekommen. Allerdings haben wir die Schwäche im Chassis. Renault ist uns in einem Punkt nach wie vor überlegen, weswegen Red Bull schon zu schlagen hier eine große Aufgabe wäre, die ich mich hier allerdings stellen möchte. Force India, Esteban Ocon und Sergio Perez müssen wir schauen, denn der Perez, der kann immer für eine Überraschung sorgen. Q1, da sind wir relativ schnell durch. Hier geht es einfach nur ums Weiterkommen und das haben wir auch locker geschafft. Mit einer 1.19.254 waren wir 14. schneller als Nico Hülkenberg und waren auf Position 7. Ausgeschieden beide Williams, Felipe Massa, Lance Stroll, Stoffel van Dorn und natürlich die beiden Sauberpiloten Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson. Auf geht's ins Q2, wo wir auf jeden Fall nur eine Runde fahren dürfen, denn wenn wir uns in Q3 qualifizieren, ihr wisst es mittlerweile, müssen wir mit dem Reifen hier das Rennen beginnen. Hier berichte ich euch immer so ein bisschen die Knackpunkte einer Strecke, wo man auf das Abkürzen aufpassen muss. Wir haben da durchaus eine ganz spezielle Kurve, und zwar Kurve 4. Diese Kurve nach dem Berg, Ende, erster Sektor, Anfang, zweiter Sektor, da befinden wir uns gerade. Der Scheitelpunkt ist fast nicht einzusehen. Man sieht ihn relativ spät, dort kann man abkürzen. Lässt man sich allerdings zu weit nach außen tragen, egal wie schnell man ist, bekommt man auf jeden Fall eine Verwarnung reingedrückt. Die Schikane im zweiten Sektor, wo wir gerade durchgefahren sind, ein kleineres Problem. Da kann man schon drüber brettern, da muss man viel einstellen, bis man da wirklich eine Verwarnung bekommt. Die schnelle Rechtskurve hier, auch hier im Ausgang, natürlich aufpassen. Zum einen links wegen der Mauer nicht so weit hinaustragen lassen, zum anderen aber auch wegen einer Verwarnung. Ansonsten gibt es hier keine andere Stelle, wo das wirklich noch möglich ist. Außer Kurve 3, der schnelle Rechtsknick, wenn da der Winkel nicht passt und man zu weit rausfährt, kann man sich auch eine Verwarnung einholen. In der letzten Kurve, auch dort kann man sich zu weit raustragen lassen, ist allerdings nicht so wirklich das große Problem. Es war auch kein großes Problem für uns, ins Q3 zu kommen. Wir haben es geschafft mit einer 1.19.1. Unser Teamkollege musste leider die Segel streichen lassen. Und zwar ist nur auf Position 13 ins Ziel gefahren. Magnussen auf der 11, Fernando Alonso auf der 12, Kwiat auf der 14 und Carlos Sainz auf Position 15. Auf ins Q3, wo ich mir natürlich wieder zwei Runden genehmige, weil wir diesen Reifensatz sowieso abgeben müssen. Kurve 1, dritter Gang, sehr eng fahren, den Curb eigentlich nicht mitnehmen, sich nach außen tragen lassen, früh ans Gas gehen, den gesamten Schwung mitnehmen bis hin zu Kurve Nummer 2, wo man sowohl innen als auch außen fahren kann. Das ist durchaus möglich, das hat man auch schon in echt gesehen. Ich bevorzuge da die engere Variante, weil weniger Weg, den man zurücklegt. Kurve 4 in den sechsten Gang, Scheitel treffen, nicht zu weit rausfahren und dann geht das auch schon. Langgezogene rechts, vierter Gang, schneller Ausbeschleunigung in den fünften, dann roter Bremse bei 50 Meter, dritter Gang, Schikane, rechts die Körper und links die Körper mitnehmen, schnell hochschalten in Gang 4. Die nächste links, vierter Gang, genauso wie die nachfolgende Rechtskurve, vierter Gang, aufpassen, spät ans Gas gehen. Wenn du zu früh ins Gas gehst, kriegst du auch am Ende eine Verwarnung. Siebter Gang, kann man kurz gehen, muss man allerdings nicht. Sechster Gang, Vollgas, so schnell wie es geht mit dem Renault, wegen der guten Aerodynamik. Ansonsten muss man da ein bisschen lupfen. Langsame Rechtskurve, dritter Gang, früh hochschalten in den vierten Gang. Die langgezogene Linkskurve, warten, bis man ans Gas gehen kann. Und dann raus zu beschleunigen, denn die Traktion ist da, das A und O. Letzte Kurve, vierter Gang, na, wie es geht, an die Wand fahren, raustragen lassen, Traktion muss stimmen und am Ende sind wir, nicht in der ersten Reihe, nein, am Ende sind wir auf Position 7, beide Ferraris in Reihe Nummer 1, Sebastian Vettel vor Kimi Räikkönen, dann die beiden Mercedes mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, zufälligerweise sind dann beide Red Bulls mit Ricciardo und Verstappen, wir sind siebter geworden, ganz knapp vor Force India, Sergio Perez war unser Ziel,
Den haben wir im Qualifying zumindest schon schlagen können. Nico Hülkenberg auf Position 13 hat zumindest den Vorteil, dass er neue Reifen am Start nehmen kann. In der Fahrzeugentwicklung schieben wir das Chassis mal an. Und zwar weiterhin in der Gewichtsreduzierung. Das könnte ab Belgien schon fertig sein. Mal schauen, ob das in Belgien auch wirklich funktioniert oder schief geht. Im Antrieb und der Aerodynamik haben wir nichts vorangetrieben. Upgrades haben hier mitgebracht Force India als einziges Team. Genauso wie Haas, sehe ich gerade eben. Also Force India zieht uns hier ein bisschen auf und davon. Die haben in das Chassis nach wie vor investiert. Die Rennstrategie, wir sind ja gebunden, mit den Supersoft-Reifen zu starten. Es soll nicht regnen während des Rennens, es soll nur leicht bewölkt werden. Wir fahren Supersoft, Supersoft und die Soft-Strategie, ganz einfach, zwei Stops ist die schnellere Variante. Die drei Stops wären in der Theorie nur 2 Sekunden circa langsamer, allerdings verlieren wir dadurch die Track-Positionen auf der Rennstrecke. Zur Strategie, Grundlagen während des Rennens. Da werdet ihr erfahren, worauf es bei einer Rennstrategie ankommt. Benzinlast, volle Pulle, aber das würde hier im Idealfall gar nicht ausreichen. Das heißt, wir sind gezwungen, während des Rennens Benzin zu sparen. Das Setup für die, die das gerne kopieren möchten, das funktioniert sowohl im Trockenen als auch im Regen. Was auch funktioniert, ist zum Beispiel für Kimi Räikkönen die WM, denn er führt mit 160 Punkten Vorsprung vor Lewis Hamilton mit 154 Punkten. Wir sind aktuell Best of the Race, nämlich auf Position 5 mit 84 Punkten. Ein Punkt Vorsprung vor Daniel Ricciardo. Diesen Platz könnten wir heute verlieren. 22 Punkte Vorsprung auf Perez, da könnten wir sogar das Ganze heute auch wieder ausbauen. Und unser Rivale Esteban Ocon auf Position 8 und Max Verstappen kommt langsam von hinten nach vorne. In der Konstrukteurswertung haben wir 16 Punkte Rückstand auf Force India und Mercedes führt nach wie vor Ferrari. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Rennen hier heute zum großen Preis von Ungarn. Mal schauen, ob wir die Red Bulls ärgern können oder ob wir Sergio Perez als Ziel ausschreiben müssen. Das und noch vieles mehr werden wir jetzt in 70 Runden hier am Hungaroring feststellen. Der Verstappen kommt ganz schlecht weg, den haben wir eigentlich schon. Jawohl, den haben wir auch schon. Und Daniel Ricciardo könnte dann das andere Ziel sein. Bei der Wand hier aus Ferrari und Mercedes. Oder wir können hier sogar noch mehr gut machen. Und zwar gegen den Ferrari, der links neben uns ist. Und sich auch hinter uns einreiht. Und da können wir leider gar nicht von profitieren, auf diese beiden Streithähnen hier. Position 3, was für ein brillanter Beginn. Und die fahren immer noch zu zweit, die beiden. Und da sind wir Zweiter. Sensation, perfekt. Und ich glaube, der Ferrari wird sich freuen, dass wir jetzt wieder die lebende Blockade spielen dürfen. Für die Konkurrenz. Was für ein blitzsauberes Manöver. Da hat aber ein Mercedes mal so richtig gepennt hier. Hat einfach die Tür aufgelassen. Bei der Ferrari innen war in der Schikane. Top, top. Also das hätte ich mir nicht besser ausrechnen können. Dieser Beginn. Abkürzt es ja eigentlich schon ein Thema. Und Gimi ist der ganz große Profiteur. Der eine Ferrari hat profitiert, der andere hat eigentlich wortwörtlich die große Niete gezogen. Und das war der Teamkollege Sebastian Vettel, der hier von der Pole Position aus in das Rennen gegangen ist. Warum hat er die Niete gezogen? Ganz einfach, er kam von den ersten vier am schlechtesten weg, war in Kurve 1 aus und musste schon, ja, Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen den Vortritt lassen. Uns hat er dann den Vortritt gelassen in Kurve Nummer 2, da waren wir schon vorbei, wo wir dann den kleinen Fehler gemacht haben, ein bisschen zu spät gebremst haben, konnten ihn aber dann ausbeschleunigen, bis hin zu Kurve 4, da sind wir auf Fett gefahren, das heißt Sebastian Vettel hat den besseren Motor, der ist nicht auf Fett gefahren am Anfang, wahrscheinlich sogar noch auf Mager. Den Valtteri Bottas haben wir dann nach der Schikane bekommen, weil die meinen zu zweiter durchzufahren und bis zu dem Zeitpunkt hin haben wir am Start komplett alles richtig gemacht. Deswegen schauen wir uns das Ganze nochmal aus der TV-Ansicht an. Und das Ganze sieht dann nämlich so aus.
den einen Red Bull, und zwar das war Daniel Ricciardo, den beschleunigen wir hier aus. Den anderen Red Bull überholen wir in Kurve Nummer 1, und zwar hier. Das hat schon so ein bisschen an deinen Bottas-Ricciardo-Move erinnert aus dem realen Rennen 2018, nur ohne Kollision. Dann im Windschatten sich rangesaugt, da habe ich gedacht, dass der Sebastian doch neben uns ist. In dem Augenblick war er auch neben uns. Hier dann rechts um den Kopf gefahren, alles regelkonform, ihn korrekt überholt. Und dann hat er sich hier Gott sei Dank hinten angestellt. Hinter uns habe ich ihn aber auch innen noch den Platz gelassen für den äußersten Notfall. Und da sieht man sehr schön, dass die beiden einfach nicht nachgeben können. Die beiden Finnen bekriegen sich schön, so möchte man das auch am besten sehen. Hier dann Bottas das Nachsehen gegen uns. Und hier sieht man auch schön, wie Sebastian Vettel das Nachsehen gegen uns hatte. Hier haben wir die Tür, wie gesagt, schon sperrenweit aufgelassen. Und hier sieht man auch gleich, wie wir einfach deutlich besser herausbeschleunigen. Die reine Motorenleistung ist das hier. Und da merkt man das. Und zack, er reiht sich hinten ein. Weiter hinten gab es einen Vorfall der beiden Force India Piloten. Denn da hat er aber noch mal ein paar Frontflügelteile liegen lassen. Und er musste am Ende der Runde an die Box kommen. Und wir sehen es auch, wir müssen hier Benzin sparen. Ich komme nicht drum herum, während des Rennens Benzin zu sparen. Das ist momentan natürlich ganz schlecht. Wir halten gerade natürlich hinter uns alle auf. Vorausgesetzt, die können unser Tempo hochgehen, und das sollten sie eigentlich schon. Es sei denn, die müssen natürlich auch Benzin sparen. Dann sieht das Ganze anders aus. Benzin sparen kann man ja im Mittelteil relativ gut. Das sollte nicht das große Problem sein. Vettel ist sehr weit zurückgefallen. Von der Pole aus ins Rennen gegangen, eigentlich alles verloren und überholen hier ein Ding der Unmöglichkeit. Man sagt ja nicht immer ohne Grund Monaco 2.0. Das hat schon seinen Grund. Und wir fangen jetzt schon an Benzin zu sparen, weil jetzt kann ich es noch. Konkurrenz macht noch keinen Druck, Kimi fällt weg. Sollte mich aber nicht stören. Aber auf der Geraden dann voll mit Fett raus beschleunigen. 1,22 fährt der. Und wir haben mittlerweile auch so einen guten Motor, dass wir uns auch auf dieser kurzen Gerade verteidigen sollten. Und beziehungsweise auch können, auch gegen die Topfahrer. Ansonsten natürlich versuchen, keine Fehler zu machen. Ganz, ganz wichtig. Vor allem sich hier keine Verwarnung bzw. Time Penalty abholen. Ganz besonders in dieser Linkskurve geht das sehr, sehr schnell. Fahrer hinter mir. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Fahrer hinter mir. Bottas hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten superweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei. Gut, zwei Stops machen die meisten. Wie gesagt, Bottas wird sich schwarz ärgern und Kimi wird sich freuen, weil er kann jetzt eigentlich das Tempo fahren, was er will. Und der Red Bull hält auch einen auf. Das müsste dann Daniel Ricciardo sein, der den Hamilton aufhält. Das sieht man auch nicht aller Tage. Dafür gibt es keine Verwarnung, okay. Sekunden. Also alles momentan top. Skatos Konkurrent. Esteban ist gerade auf P9. Der Abstand beträgt 6,9 Sekunden. Sie fahren mit alten superweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Damit die erste Verwarnung. Also ist der fünfte Gang der richtige. Zumindest am Beginn des Rennens ist das der richtige Gang. Die erste Verwarnung, der erste Freibrief ist weg. Und das Benzin aber auch jetzt eingespart.
etwas, was wir müssen. Hat mir 2 Zehntel gebracht, der Mitteteil. Ich sollte versuchen, wegzukommen. Nicht von dem Mercedes und nicht von dem Ferrari, sondern von dem Red Bull dahinter. Dass wir so schnell fahren, dass die oder dass der nicht mitkommen kann. Das sollte das Ziel sein. Zwei DS-Zonen gibt es hier, Skazin, und diese ganz kurze Mini-Gegengerade. Nicht so weit rausfahren. Das Rausfahren ist eher das Problem in der Cockpit-Perspektive. Heißt das Abkürzen dort. Schikane, da kann man drüber brettern, wie man will. Stört das Auto nicht wirklich. Pace sehr konstant. Ob hoch steht auf dem anderen Papier. Eigentlich sollte hier der Force India stärker sein noch als in Großbritannien. Perez ganz knapp geschlagen im Qualifying. Was allerdings hier wichtig war, das Qualifying. Also normalerweise war ich im Ungarn immer sehr schwach. Im Ungarn war ich immer schwach, ja genau. Nein, im Qualifying war ich hier immer sehr, sehr schwach. Immer meine großen Probleme gehabt. Diesmal nicht. Skatus Teamkollege. VSC. Also VSC, wo ist was passiert? Kann man wieder ein bisschen für Lift and Coast benutzen, Benzin sparen. Aber sich nicht überrumpeln lassen gleich. Ich weiß natürlich nicht, was passiert ist. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Okay, alles klar. Ja, optimal war das nicht. Also wenn mein Hintermann das besser gelöst hätte als ich, dann wäre er jetzt schon halb vorbei gewesen. Man muss eigentlich den Punkt finden, wo man wieder auf einer Geraden komplett ans Gas gehen kann. Dann hat man es optimal ausgenutzt. So habe ich eigentlich nichts gewonnen und auch nichts verloren. Das ist ja der Sinn der Sache. Fahrer vor mir. Passt aber alles. Der wird wahrscheinlich nicht hinterher zu kommen. Oder er spart Benzin. Wobei man das jetzt eigentlich kurzer Zeit nicht mehr machen musste. Im Gegenteil, jetzt konnte man sich eine kleine Benzinreserve ja zusammensparen. In Singapur werden wir das auf jeden Fall nochmal merken. Mit dem Benzin. Da werden wir bis -3 Runden das Rennen beginnen. Da ist der Benzinverbrauch am höchsten. Ungarn auch sehr, sehr hoher Benzinverbrauch. Wir haben hier auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Wird schon gemacht, aber ich glaube, selbst auf Standard verbrauche ich hier komplett mehr.
Ich sehe den Red Bull nicht mehr im Rückspiegel. Nicht so weit rauskommen. Hohoho. Egal wie schnell man dann am Ausgang ist, das reicht für das Spiel, um eine Verwarnung reinzudrücken. Wegen der Rennstrategie muss man natürlich auch schauen, weil wir fahren jetzt eigentlich gegen Bottas, Vettel, Hamilton und Co. Weil man hier einfach nicht überholen kann. Ihr seht das zum Beispiel, der Bottas hat eigentlich das stärkere Auto, kann hier aber gar keinen Druck ausüben. Also diesbezüglich mache ich alles richtig. Leider hat der Kimi keine Durchfahrtsstrafe bekommen. Für Rasen während der virtuellen Safety Car Phase. Das wäre nochmal eine Chance gewesen für uns. Da irgendwas gut zu machen. Ich muss die Kurve echt im fünften Gang fahren, nicht im sechsten. Das geht später dann erst im sechsten. Aber ich versuche das schon relativ lange hier im Rennen, jetzt die schon im sechsten zu fahren. Das klappt nur leider nicht. Da habe ich dann doch etwas zu viel untersteuern. Genau wie in der Schlusskurve der vierte Gang auch extrem fürs Untersteuern sorgt. Gattus Konkurrent. Esteban ist gerade auf P9. Der Unterschied beträgt 17,6 Sekunden. Sie fahren mit Balken super weichen auf. Wir vermuten, dass Sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 26,0. Das sind nicht unsere Gegner. Zeit letzte Runde. Die letzte Runde lag bei 1,24,0. Selbst der Bottas und der Vettel, die habe ich jetzt absetzen können. Fahrer hinter mir. Also die haben auch keinen hohen Speed aktuell. Ich weiß nicht, ob die da sich kurz bekriegt haben oder nicht. Kann ich leider nicht sagen. Weil ich es nicht im Rückspiegel gesehen habe. Fahrer vor mir. Der fährt weg. Gut, 18 ist jetzt nicht die Welt. Schon gar nicht gegen den Ferrari. Die kann man auch bald im sechsten fahren. Also spätestens, wenn wir den Stop haben, fahren wir die auch im sechsten. Also Eingang höher. Das Gewicht macht sich bemerkbar. Nicht bei den Schikanen, bei den schnellen Kurven. Mal schauen, wie das dann in Belgien sein wird. Hier zum Beispiel.
Ich fahre immer noch persönliche Bestzeiten. Man kann den Vorsprung halten, das ist, also, wie stark ist die Konkurrenz hier wirklich in Ungarn? Ich glaube, ich habe das mal in irgendeinem McLaren-Rennen gemerkt, in unserer normalen Karriere, dass sobald sie Benzin sparen müssen, richtig deutlich langsamer werden. Und ich momentan schneller kann. Weil der Bottas und der Vettel sollten eigentlich locker schneller sein als wir. Aber aktuell ist das gar nicht der Fall. Oh, hier auch nicht zu weit rauskommen, das geht auch. Das funktioniert auch. Da kann man drüber brettern, bis man schwarz wird, solange man nicht auf Vollgas geht. Aber trotzdem, den einen Freibrief, den sollte ich jetzt nicht hier schon unnötig verpulvern, den ich noch habe. Benzinschmack kann man hier sehr schön in die Kurven, dann beim Ausgang rund wieder hochstellen. Alles optimal. Und dann auf der Geraden wieder auf Fett und weg. Oh, Reifenverschleiß ist sehr hoch. 33% Rennstrategie. Unsere Strategie sieht noch zwei Boxenstops vor. Noch zwei geplante Boxenstops. Sechs Runden, bis sich dein Boxenstopfenster öffnet. Okay. Zustand des Autos. Das meine ich mit unnötig. Weil das war leider unnötig. Das war jetzt schon die zweite nach 12 gefahrenen Runden. Und wir fahren hier 70. Das ist das große Problem. Status Teamkollege. Die letzte Runde lag bei 1 Minute 24,0. Status Teamkollege. Also ich käme eigentlich vor ihm schon raus. Status Konkurrent. Esteban ist gerade auf P9. Der Unterschied beträgt 25,4 Sekunden. Sie fahren mit Balken superweichen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen. Auch vor ihm käme ich raus. Und das ohne Probleme 25 Sekunden. Was verliert man hier? 22, 23 Sekunden. Circa. Und das ist die dritte Verwarnung. Nein! Okay, damit habe ich jetzt eigentlich schon mitgerechnet. Und weiterhin bockwarm hier in Deutschland. So, dass hier eigentlich die Schweißperlen schon runtertropfen nach 16 Runden. Aber so müssen sie die Fahrer sich ungefähr anstrengen. Aber eine komplett andere Ausdauer als ich. Mein Headset gibt auch immer mehr den Geist auf. Weil ich bin gerade ohne Ton gefahren. Ohne Sound. Fahrer hinter mir. Bottas hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Sie fahren mit Balken super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,24,2.
muss ich stärker einlenken mittlerweile. Sonst funktioniert das auf Dauer nicht mehr. Schön mit dem Benzin rumspielen. Ich denke mal, dass ich in 2018 nicht viel mit dem Kers rumspielen werde. So, jetzt dreht der Bottas und der Vettel wieder ein bisschen auf. Rennstrategie. Also ich kalkuliere natürlich schon mit den 3 Sekunden. Keine Frage. Ich muss es eigentlich auch schon. 39% in 3 Runden, alles perfekt. Es läuft nach Fahrplan. Das bleibt konstant gleich. Unfassbar. Also so einen guten ersten Stint fahre ich selten. Der war... perfekt. Das war wirklich perfekt. Wir müssen eigentlich noch einmal neue Komponenten bordern. Wir haben momentan 7 Verbrennungsmotoren und 8 brauche ich eigentlich. Oder ich quetsche es irgendwie durch. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einen Abu Dhabi die letzte hole. Okay, der Bottas hat sich jetzt in Luft aufgelöst oder ist schon abgebogen in die Box. Dann fährt er 3 Stops, da wünsche ich ihm viel Spaß, den 1 Stop rauszufahren. Wobei der Renningenieur immer gesagt hat, 2 Stops fährt er. Und ich weiß jetzt nicht, wo der rauskommt. Der wird allerdings jetzt richtig pushen. Weil der ist nicht mehr hinter dem Ferrari, Fahrer hinter mir. Hamilton war auch, ist auch schon abgebogen. Und das wundert mich, der Hamilton war auch schon drin. Und zwar eine Runde vorher schon. Rennstrategie. Okay, dir bleiben noch 2 Boxenstops, 2 weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Dein Boxenstopfenster öffnet sich übernächste Runde. Boah, ich müsste meinen Stop um 2 Runden nach vorne verlegen. Boxenstop. Also 2 Runden früher als geplant. Ja, Limit war das nicht. Also 2 Runden früher, das ist viel. Fahrer vor mir. Ja, der hat mich jetzt bekommen dadurch, durch den Undercut. Das war aber ein sehr früher Stop von Bottas und Hamilton. Das muss ich schon sagen, also so früh habe ich nicht damit gerechnet. Fahrer hinter mir. Gut, die laufen nur schon auf dem Force India auf.
ich den Stop schon rausgefahren habe auf meinen Teamkollegen. Das ist too much. Und der Force India hat tierische Probleme. Skatos Konkurrent. Ist die Frage, wann kommt Vettel rein? Der fährt nämlich länger. Der Hamilton ist auf den Softreifen unterwegs. Nico ist in der Boxengasse. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 15,5 Sekunden. Ja, auf Skat Ziel, aber das stimmt ja so nicht. Fahrer hinter mir. Wann kann man mit dem Medium-Reifen durchfahren? Das ist eine wichtige Frage. Rennstrategie. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich erst in 20 Runden. Okay, also es dauert noch. Falls ein Safety-Car kommt, ein richtiges, dass wir gegebenenfalls dann mit dem Medium-Reifen durchfahren. So, Bottas macht auch nur noch einen Stop. Ich gehe mal davon aus, dass der auf die Medium-Reifen geht. Kein DS. Also aktuell müssten wir vor Vettel bleiben. Er macht den Overcut. Guck, ob Hamilton jetzt länger fährt als wir oder nicht. Wobei, ja, das ist eigentlich nicht mein Gegner, Hamilton. Und aktuell kann ich da noch mitgehen. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Fahrer hinter mir. Soft. Also gelb. Also der versucht dann am Ende des Rennens. Was auch nicht dumm ist. Weil dann werden wir die gelben fahren und er die roten. Aber das bedeutet, wir werden den Undercut so oder so machen. Eigentlich hat er mehr Spielraum. Vettel hat mehr Spielraum in seiner Rennstrategie jetzt. In der Theorie, also wenn jetzt heftiger als früher kommt, dann kann er auch auf die Soft-Reifen gehen. Und fährt dann mit uns die gleiche Strategie. Das ist ja ein Nachteil für ihn. Oder das heftiger kommt so früh raus, dass er einen Vorteil sich erwirtschaften kann. Damit er noch später mit den Supersoft gehen kann. Oder wir waren schon drin, dann kommt das Safety Car und dann kriegt er uns dadurch. Die Vielfalt ist natürlich da größer mit Super Soft und Soft. Der Nachteil ist, wenn nichts passiert, dann musst du deinen Kontrahenten auf der Strecke überholen. Das ist der Nachteil daran. Weil ich bin jetzt sehr unflexibel hiermit. Klar, kommt jetzt ein frühes Safety Car, kann ich auf die Medium-Reifen durchfahren. Und spare auch den Stop. Das ist. Nur ich kann meinen Stop nicht hinauszögern. Also je später das Safety Car kommt, umso schlimmer für mich. Und wenn es früh kommt, dann bin ich hier der Lachen, ne? Dafür müsste ich jetzt nur wissen, wie lang der Medium-Reifen hält. Fahrer vor mir. Spielt keine Rolle, also ganz ehrlich, der Hamilton fährt mit den abgelutschten Softs schneller als ich, also da sieht man einfach, wie wichtig die Track Position ist.
Also die Position auf der Strecke. Weswegen ein Stop dich immer zurückwirft. Immer. Wenn du einen Stop mehr machst, es wirft dich in der Regel zurück. Also das Minimum musst du machen, 2. Ja, und in Monster werden wir auf 1 gehen. Das ist da Pflicht. Ich hoffe, dass da einfach der Spielraum ein bisschen größer ist in 2000 und... In 2018, dass auf dem Papier 2 Stops schneller ist. Bei 50% Rennen jetzt, aber dass sich die 1 Stop noch mehr rentiert, aber du mehr zittern musst, sodass es am Rennende spannender wird. Also im Umkehrschluss, die 2 Stop müsste 5-6 Sekunden auf dem Papier schneller sein, die du dann ruhig in 2 Kämpfen verlieren kannst. Oder im Umkehrschluss aber genauso schnell bist, wie jetzt, wenn du jetzt einen 1-Stop fährst. Dass du da mehr, ja, mehr Möglichkeiten hast. Weil es ist in 2017 sehr eingefahren. Du fährst bei 50% eigentlich immer 1-Stop überall. Wenn es komplett trocken ist. Es gibt nicht dieses... Aber wenn 2-Stop ist schneller als 1-Stop, bla 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 bla, gibt es nicht. 2016 war die Diskussion da schon ein bisschen größer. In unserer Liga zum Beispiel war da die Diskussion größer. Und da mussten wir wieder hin. Das macht dann wieder das... Das fand ich auch so viel besser an 2016. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,3 Sekunden. Als in 2017 die... Strategieabteilung. Hier ist das so steif, so festgefahren, wo, ich sag mal so, der Glücksfaktor eine große Rolle gespielt hat, ja, oder der Glücksfaktor spielt eine große Rolle bezüglich Safety Car, VSC, spielt alles hier mit in die Karten. Zum Beispiel, wenn du mit jemandem Gleichgang unterwegs bist, und du bist auf einer Rennstrecke, wo du überholen kannst, dann fängst du, und beide haben die freie Reifenwahl, also im Umkehrschluss zum Beispiel, du hast einen 11. und einen 12., die sind relativ gleich schnell, starten relativ gleich gut, behalten ihre Position, man kann auf der Strecke überholen, der eine fährt mit Medium, fährt der los, der andere mit Soft, und dann switchen die am Ende, und wenn du überholen kannst, ist der schneller, der mit dem Medium-Reifen beginnt. Hast du eine Strecke, was genau umgekehrt der Fall ist. Also du hast zum Beispiel in Monaco, wo du nicht überholen kannst, dann ist natürlich klar, der Soft-Medium die schnellere Variante. Vorausgesetzt, es passiert nichts. Mit Medium-Soft hast du die Hoffnung, ganz besonders wenn das Safety-Car spät kommt, dass du quasi ihn dann in der Box überholst. Der andere hat wiederum den Vorteil, das ist immer das Komische bei einem 1-Stop, wenn der Safety Car früh kommt. Ja, also es darf nicht zu früh kommen. Wenn es im Boxenstopp-Fenster passiert, dann hat der mit dem Softreifen wieder den Vorteil, was der andere da wiederum nicht hat. Der mit der jetzt mit der härteren Reifenmischung startet, hat mehrere Vorteile, mehrere Hinsichten. Der startet mit den langsameren Reifen, das bedeutet, der andere kann die Reifen nicht voll ausfahren. Das ist ja das Grundprinzip immer. Wenn du musst oft freie Fahrt haben, das hört sich komisch an, das ist einfach so eine Strategieabteilung, damit du so schnell wie möglich um den Kurs kommst. Eigentlich rechnet dir der Computer nur aus, also das ist das Erste, was man macht, was ist wirklich für dich unabhängig von Gegner, von Wetter, von... Das sind eigentlich die zwei Faktoren, die zum Beispiel hier eine große Rolle nur spielen. Benzin, das hält ja auch noch dazu. Unabhängig davon, was ist da das Schnellste? Das ist der erste Schritt, den du eigentlich machst. Und das ist auch eigentlich das, was dir die Rennstrategie am Anfang, das Ergebnisbildschirm, dir anzeigt. Das ist das Grundprinzip, das ist das Grundgerüst. Das ist aus den Daten entstanden, die du im freien Training fährst. Da ist kein Gegner mit einem berechnet. Da ist nicht das Benzin wirklich mit einberechnet,
nur so wie du halt im Training fährst. Da sind aber auch deine Fehler damit einbringen, die du im Training gemacht hast. Das ist alles mit drin. So, der Vettel dreht jetzt doch mal auf. Und will vorbei. Aber dafür ist er am Bremspunkt zu schlecht. Und dann im Umkehrschluss beginnt quasi dein Rennen und du legst dich fest. Okay, wenn du sowieso den vorgeschriebenen Reifen hast, dann ist es sowieso klar, ja. Weil man geht immer von freier Fahrt aus. Also wenn du jetzt von der Push startest, startest du mit dem weichen Reifen, wenn du am schnellsten bist. Punkt aus, fertig. Ab da hinten, ja, Position 2 hat schon mehr Spielraum, wenn du gegen Position 1 fährt. Also was die Gegner machen, spielt dann so krass wieder in deine Strategie mit ein. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie Schachspielerei. Ja, immer was dein Gegner macht, darauf musst du auch antworten. Weil er will dich auch schachmatt setzen. Und die Konkurrenz will dich auch quasi schachmatt setzen. Ja. Und hier hast du halt noch die äußersten Einwirkungen, auf die du halt gar keinen Einfluss hast. Die passieren quasi willkürlich. Weil, also sind ja auch manchmal die Entscheidungen der Rennleitung mit DRS, Safety Car, VSC und so weiter, Regen, Wetter. Das sind ja alles willkürliche Sachen, die du ja nicht einberechnen kannst. Das geht ja nicht. Das kannst du nicht vorher berechnen. Du kannst nicht sagen, in der und der Runde kommt das Safety Car raus. Das geht nicht. Du kannst immer nur von dem Ist-Zustand ausgehen. Danach wird auch berechnet. Genauso wie in Hockenheim die Teams komplett überfordert waren mit der Situation. Die Fahrer, man hat auf dem Regenradar geguckt, okay, da kommt ein Schauer runter. Okay, wann ist der Zeitpunkt für Intermediates? Es fängt schon an zu regnen. Das ist der Ist-Zustand und in zwei Runden ist es, hast du einen ganz anderen Ist-Zustand. Das sind diese willkürlichen Situationen, auf die du einfach keinen Einfluss hast, aber auf die du reagieren musst. Und da kommt es halt wieder drauf an, kannst du in Runde 45, sage ich jetzt einfach mal hier noch, darauf reagieren oder bist du gezwungen, Stop mehr zu machen, den du allerdings nie wieder rausholen kannst. Das bedeutet, du hast die Gegner, du hast das Wetter, du hast... Das sind die zwei wichtigsten Veränderungen. Zum Beispiel, wann lohnt es sich, einen Boxenstopp hinauszuzögern? Natürlich ganz klar, wenn du mit den neuen Reifen hinter irgendjemanden rauskommst. Wenn du halt hinter jemanden rauskommst und du die Reifen nicht ausnutzen kannst und der wird nicht in die Box abbiegen, dann hast du nur Zeit liegen gelassen. Und dann kann nicht der Kontrahent halt quasi, man sagt das immer so schön, overcutten. Deswegen ist mir immer wichtig, wo komme ich raus? Komme ich mitten im Feld raus? Komme ich nicht mitten im Feld raus? Wer ist im näheren Umkreis, weswegen ich auch einfach deswegen schon sagen würde, nehmt die komplette Streckenkarte. Weil nur mit der kompletten habt ihr wirklich den, quasi das Radar, wo welcher Fahrer ist und ungefähr wisst ihr, wo, wie viel Zeit man verliert und ungefähr, das muss man dann im Training auch mal vielleicht auch mal ausprobieren, dann nimmt man sich in den Kontrahenten halt vor im Training und testet das dann einfach durch. So, und da weißt du ungefähr, da muss der Konkurrent sein. Das sind dann ungefähr so und so viele Sekunden. Das kannst du ja dann auch per Rennen, kannst du ja auch ausrechnen, wie lange du wirklich brauchst für einen Boxenstopp. Man sieht es ja auch eigentlich immer oben, wie lange man braucht. Da muss man allerdings dann immer noch 1, 2, 3 Sekunden dazu addieren. Weil du musst aus der Boxengasse heraus beschleunigen wieder. Ich wollte mal wissen, wer hinter Sebastian rumgurkt. Weil du musst ja bedenken, du musst ja dann noch in die Boxengasse reinfahren. Aber hier würdest du zum Beispiel Zeit gewinnen, weil du den kürzeren Weg hast. Fährst die Kurve aber langsamer, weswegen sich das irgendwo wieder ausgleicht. Da musst du aber anbremsen, noch für die Boxengasse. Und das ist ja noch gar nicht mit drin in dieser Zeit, die du in der Boxengasse verlierst. Deswegen sage ich immer so pauschal, ja, haut noch mal 2 Sekunden drauf. Dann kommt das ungefähr hin, was ihr in der Boxengasse verliert oder was für einen Vorsprung ihr haben müsst. So kommt ungefähr das
das Boxenstopp-Data zustande. Also man fährt ja einmal mit 60 durch die Box. Das kann man ja auch ausrechnen, ja. Wie lang ist die Boxengasse? Wie lang brauche ich bei 60 Stundenkilometer in Sekunden? Dann rechne ich noch ungefähr den Boxenstopp hinauf und dann habe ich das Boxenstopp-Data. Und so viel brauche ich. Mehr machen die Teams so gesehen nicht. Die wissen, wie lang die Boxengasse ist. Rechnen das aus. Und dann hast du die Zeit, die du in der Boxengasse verlierst. Und das ist so wichtig, weswegen man auch wissen sollte, was auch entscheidend ist, wie aggressiv muss ich in der Boxengasse reinfahren? Was ist damit gemeint? Wie viel muss ich riskieren, bis ich runter bin auf diese 80 Stundenkilometer? Kann ich mir entsprechend Zeit lassen, weil ich den Vorsprung auf meinen direkten Konkurrenten habe? Also in der Regel, wenn ich vor einem bin, habe ich da natürlich ein gewisses Polster, das ich habe. Das kann die Mechaniker aber schon wieder über den Haufen schmeißen, wie das bei Sebastian Vettel der Fall war in Ungarn. Das ist das beste Beispiel gegen Bottas. Da kann der Sebastian noch jedes Zehntel vor der Linie rausquetschen. Es bringt ihm nichts. Ja, weil er in der Box steht und die Zeit, die er da quasi einholt, lassen die Mechaniker wieder liegen. Ja. Aber er würde noch mehr Zeit verlieren, wenn er dann noch weniger riskiert. Das heißt, man sollte da auch natürlich abwägen, was ist strategisch gesehen besser. Weil fahre ich zu schnell in die Boxengasse rein, habe ich, egal wie schnell der Boxenstopp geht, habe ich in der Regel schon verloren. Wenn ich gegen einen fahre, der direkt gleich schnell ist und der mir immer im Getriebe hängen wird, habe ich schon verloren. Weil diese 5 Sekunden muss ich ja auch wieder rausfahren. Okay. Zum Beispiel der Bottas hat es auch die Schwierigkeit, dass er, ich tippe mal jetzt mal mit dem Medium-Reifen, durchfährt. Stratos Konkurrent. Ja, das ist zu viel. Gerade das Teamkollege. Nico ist im Moment auf P10. Okay, Abstand zum Teamkollegen 37,6 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,23,6. Wobei ich jetzt gegen die Merker, wie aggressiv man die Boxengasse Einfahrt nehmen soll. Wenn du zum Beispiel aufholst, also du wärst hinter einem her und du willst ihn undercutten, kannst du weniger riskieren bei der Boxengasseneinfahrt, weil du meistens, wenn du eher reinfährst, weil du meistens mit dem frischen Reifensatz schon die eine Sekunde gut machst. Du denken halt Fehler. Ja, Bussekuchen. Diese eine Sekunde, die du auf der Strecke schon, ja, eventuell gewonnen hast, durch den besseren Reifen, kannst du wiederum genauso wieder da liegen lassen. Und zwar bei der Boxengasseneinfahrt. Weswegen ist einfach, das wird teilweise, glaube ich, unterschätzt. Ich glaube, das wird teilweise wirklich unterschätzt. Boxengasseneinfahrt. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil dadurch kannst du den Undercut auch ruinieren. Was viele gar nicht glauben wollen oder nicht glauben, da kannst du die Sekunde, die du halt durch den frischeren Reifen natürlich auch willst, verlieren. Weil meistens ist es so, wenn der Kontrahent spürt, oh, der ist in die Boxengasse abgeworfen. Dann dreht er auch nochmal diese eine Runde auf. Es ist eigentlich so, in dem Rennen dann eine Runde, wo Vollgas gefahren wird. Diese eine Runde wird quasi der Schalter bei beiden Fahrern umgedreht, jetzt ist Qualifying-Zeit angesagt. Weil jetzt zieht jede Sekunde. Dann fährt der Kollege vor dir rein, riskiert ein bisschen mehr bei der Boxengasseneinfahrt, weil er es muss. Weil er eigentlich genau im Umkehrschluss weiß. Ah, der hat bestimmt jetzt die Sekunde aufgeholt, wenn nicht sogar zwei. Und riskiert bis zur letzten Relle und, ja, man glaubt gar nicht, da kann man viel Zeit liegen lassen. Also wenn du schon 30 Meter vorher bei den 80 Stundenkilometern bist, dann hast du da schon eine halbe Sekunde Minimum liegen lassen. Gefühlt, weil es wie eine halbe Ewigkeit ankommt. Das ist das gleiche, auch wenn du den Boxenlimiter zu spät ausschaltest. Ja, das ist das gleiche, aber das passiert dir seltener.
Boxengasseneinfahrt üben, üben, üben. Weswegen dann auch einfach Trainings wichtig sind. Du musst ungefähr wissen, da und da muss ich bremsen. Da würde ich mir nicht unbedingt eine Markierung machen, da würde ich schon nach oben gucken und wenn ungefähr meine Meteranzahl kommt, dann in die Eisen gehen. Fahrer vor mir. So, das war jetzt mal so ein bisschen Strategieabteilung. Das war auch eigentlich das Wichtigste. Ja. Ihr müsst immer bedenken, was ist die schnellste Strategie für euch? Das ist immer das Erste. Okay, soft. Okay, hier ist es einfach super soft, super soft, soft. Wenn ich die Reifen komplett ausfahren kann, ist das meine schnellste Strategie. Ich habe auf die Konkurrenz immer den Vorteil des Undercuts. Das ist eigentlich immer ein Vorteil. Das ist immer ein Vorteil. Wie gesagt, Voraussetzung ist dafür, dass du nicht im Verkehr rauskommst. Diese Voraussetzung muss erfüllt sein. Ansonsten geht das nicht auf. So, auf Safety Car und so weiter kannst du keinen Einfluss haben. Das sind Situationen, habe ich vorhin auch erklärt, die du nicht beeinflussen kannst. Die musst du so hinnehmen. Man kann darauf spekulieren, keine Frage. Das ist zum Beispiel, wenn du dann das umswitcht von Super Soft auf Soft und dann Super Soft. Dann hast du einfach von der Strategie her mehr Möglichkeiten. Du kannst ja auch am Ende sagen, ich fahre Super Soft, 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 wenn der Safety Car kommt. Wenn ich den Soft Reifen natürlich dann noch habe, weswegen ich niemandem raten würde, auf weicher zu gehen. Und auf härter auch nicht, weil du die harten Reifensätze in der Regel nicht brauchst. Weil der Reifenverschleiß nicht so hoch ist, deswegen ist hier in dem Spiel eigentlich immer ausgewogen genau das, was du auf jeder Rennstrecke nimmst, damit du die strategischen besten Optionen hast. Jetzt könnte man sich natürlich denken, was ist zum Beispiel, wenn ich mir in Runde 1 den Frontflügel so anhaue, dass ich einen Boxenstopp einlegen muss? Das ist dann immer so eine wichtige Frage. Klar, in der Regel machst du einen Stopp mehr als deine direkte Konkurrenz. Das ist so. Das kriegst du nicht weg. Diese 30 Sekunden, sage ich mal, die du in der Boxengasse verlierst, musst du auf der Strecke aufhören. Wenn du jetzt in Position 3, Position 4 liegen bist, was ja durchaus nicht unselten der Fall ist, und du hast da den kaputten Flügel, bei der Liga ist das ja zum Beispiel durchaus möglich, Dritter, Vierter, dann fährst du in die Box, bis du am Ende des Feldes hast 30 Sekunden, 30 Sekunden in der Boxengasse verloren. In der Theorie musst du aber gefühlt eine Minute aufholen, wenn du noch um den Sieg mitreden möchtest. Weil du musst dich ja durch das gesamte Feld nochmal durcharbeiten und das kostet Zeit. Zweikämpfe kosten Zeit, weswegen ein Frontflügelverlust in der ersten Runde dir so viel kostet, dass du, egal ob du von 2 oder von 20 startest, du musst immer in der Regel 30 Sekunden auf der Strecke aufholen. Und wenn du dann ein enges Fahrerfeld hast, ist dein Rennen ja gelaufen. Und daher kommt auch ungefähr dieser schöne Spruch, wenn man sagt, du kannst am Start nur verlieren, du kannst nichts gewinnen. Das ist der Spruch, warum man sagt, der stimmt dann auch, weil es ist dann die Realität. Wenn du dir den Frontflügel anknackst, hast du das Rennen schon in Kurve 1 verloren. Du kannst nichts gewinnen. Mit einer aggressiven Fahrweise in der allerersten Kurve, in der allerersten Runde. Klar, später im Rennen natürlich auch. Nur später im Rennen, wenn dir das in Runde 40 zum Beispiel passiert, ein kaputter Flügel, dann kostet es dich nicht so viel Zeit wie in Runde 1. Es würden einige sagen, nee, das stimmt nicht so ganz, da muss ich gleich widersprechen. Du verlierst die gleiche Zeit. Ja, die gleiche Zeit in der Boxengasse schon. Aber du verlierst weniger Zeit insgesamt im Rennen. Weil du weniger Positionen gut machen musst auf der Strecke, als wenn du in Runde 1 gewesen bist. Weswegen, je später der Frontflügel kaputt geht, umso besser ist das für deine Strategie natürlich auch. Weil, wenn es im Strategiefenster passiert, also in deinem Boxenfenster passiert, dann spielt es absolut keine Rolle. Dann verlierst du
5 Sekunden mehr in der Box. Hast du gerade 30 Sekunden. Das ist dann der Nebeneffekt an der Geschichte. Deswegen Runde 1. Gerade wenn ihr das irgendwelche Ligafahrer hören. In Runde 1 opfert lieber eine Position. Die Position ist leichter im Rennbetrieb wieder reinzuholen. Als in der ersten Kurve das wirklich schon unter Dach und Fach zu haben. Da muss man auch immer abwägen, in Zweikämpfen ist das Risiko mir wert. Da könnte ich natürlich jetzt Kanada aufgreifen. War es mir das Risiko wert, gegen Hamilton so hart zu fighten? Ja, es war mir es wert, weil ich mit dem Renault normalerweise eigentlich keine Siegchance habe. Das bedeutet, meine Einstellung ist eine andere. Wenn ich ein unterlegenes Auto habe, und ich fahre weiter vorne mit, also ich fahre um eine bessere Position, als ich mir letztendlich erhofft habe, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Und kann eigentlich mehr riskieren. Ich habe in dem Bezug schon gewonnen, weil ich die Erwartungen des Teams schon übertreffe. Es ist genauso jetzt hier mit P3. Ich kann ein höheres Risiko eingehen als die Fahrer hinter mir, die da lauten Vettel, ich tippe mal an, dass es Daniel Ricciardo ist, und Lewis Hamilton. Also Hamilton ist schon abgebogen in die Box und fightet jetzt hier ums Podium. So, das könnte jetzt gekostet haben. Ich glaube, den kann ich noch ausbremsen. Ja, trifft den Scheitel und zack, wieder vorbei. Sah bestimmt außen schön aus. Es ist auch immer so wichtig, was ist eine Dive-Bomb? Sagt man ja auch immer so gerne. Eine Dive-Bomb ist für mich eine Attacke auf einen Gegner in einer Situation, wo ich eigentlich die Kollision des Gegners in Kauf nehme. Das ist für mich eine sogenannte Dive-Bomb. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich die richtige Definition einer Dive-Bomb? Ja. Also Dive-Bomb ist für mich das bewusste Attackieren einer Attacke beim Anbremsen einer Kurve mit dem Risiko, den Gegner zu berühren, also eine Kollision in Kauf zu nehmen. Das bedeutet, wenn die Dive-Bomb schief geht, bin ich der Verursacher automatisch zu 100%. Weil ich nicht eigentlich in der Lage war, das Manöver so zu setzen. Daniel Ricciardo macht zum Beispiel solche Manövers gerne, schöne Dive-Bomb, sagt man ja auch, die aber gut gegangen ist. Ja, es gibt ja auch Dive-Bombs, die gehen nicht gut. Max Verstappen. Ich bin mal gespannt, was der Hamilton hier veranstalten kann noch. Also der Red Bull ist jetzt näher gekommen. Wir haben immer noch keine 3 Sekunden. Oder? Ich glaube nicht. Bin ja so im Redefluss gerade gewesen. Über Rennstrategie, Dive-Bombs. So, das ist das Grundprinzip, das strategische 1x1. Alles Wissenswerte über Strategie. Und das ist halt einfach so 2016. Ich hoffe, dass da man mehr Möglichkeiten hat. Diesbezüglich. Weil es gibt natürlich auch Leute, die argumentieren, dass zum Beispiel Supersoft soft und Supersoft schneller ist. Ich glaube, das ging halt eigentlich schon bewiesen in der McLaren-Karriere, die dritte, Australien. Hamilton ist da genau die Strategie gefahren, die ich gerade gesagt habe. Ich bin die andere Strategie gefahren und ich war schneller unterwegs. Und es ist nichts im Rennen passiert. Klar, du hast, wie gesagt, es mögen vielleicht nur 2-3 Sekunden sein. Spielt schon eine Rolle. Wenn du gegen jemanden fährst, sind 2-3 Sekunden viel. Ja, hört sich nicht viel an, vielleicht auf 58 Runden in Australien. 2-3 Sekunden, da reden wir über Zehntel. Ja.
wo ich da schneller bin pro Runde. Aber die Trick-Position. Da sind wir wieder beim Thema. Die Trick-Position ist ein großes Thema in der Formel 1. Es hat vor allem, es hat so zugenommen mit der Trick-Position, wenn man nicht überholen kann. Darum geht's. Ich muss die Position auf der Strecke behalten. Weil für den Hintermann ist es immer schwerer zu überholen. Weil eigentlich halten wir ja Vettel nur auf, Fahrer vor mir. Oh, jetzt bin ich schon wieder auf P2 gewesen. Jetzt zum Beispiel, da war noch Luft. Da war noch Luft, da habe ich vielleicht beim Anbremsen 2-3 Zentimeter liegen lassen. Da war noch Luft, das war nicht am Limit. So, jetzt kommt es drauf an, wo komme ich raus? Wenn wir jetzt nochmal aufgreifen. So, habe ich jetzt freie Fahrt oder nicht? Ja, da vorne ist ein Red Bull, der wird mich irgendwann behindern. Fahrer vor mir. Oh, und gegen den fahre ich sogar. Das ist aber jetzt ganz schlecht. Wo kommt denn der auf einmal her? Also hat der den Undercut gegen uns gemacht. Und das ist das, was ich in der Profikarriere nicht sehe. Das ist das, was ich in der Profikarriere nicht sehe. Der war in der Box drin. Hat uns jetzt auch quasi undercutet. Und ist vor uns rausgekommen. Jetzt ist die Frage, kriege ich den noch auf der Strecke oder nicht? Also, jetzt reden wir davon. RTC Track Position mir gegenüber. So, und jetzt heißt es pushen. Oder können wir auch mit dem Benzin runterkippen? Weil jetzt ist es strategisch egal. Weil ich fahre jetzt virtuell gesehen gegen Vettel und Raikkonen noch. Um die Track Position. Und jetzt ist in dem Augenblick in der Strategieabteilung das Benzin egal. Weil, wenn erst kann, ich kann erst dann wieder Benzin sparen, wenn die hinter mir sind. Man kann nicht in Kurven Benzin sparen, wo man eh nicht überholen kann. Deswegen, jetzt heißt es rausposaunen. Fahr rein hinter mir. Ja, aber den sollte ich versuchen noch zu bekommen. Das wäre wichtig. So, jetzt kann ich die Reifen ausquetschen. Und wir sehen auch auf dem Display, ich bin jetzt schon 7 Zehntel schneller als meine persönliche Bestzeit. So, jetzt sind wir schon 2 Runden länger gefahren als die Konkurrenz. Also im Umkehrschluss sollten wir jetzt schon Zeit gut gemacht haben. Auf die, wenn sie jetzt abgebogen sind. Nein, sind sie nicht. Also, wird weiter gepusht. Jetzt ist strategisch gesehen ein Safety Car für mich Gift. Das Todesurteil. Ja. Weil die Zeit hole ich natürlich jetzt nicht mit den Reifen raus. Fahrer vor mir. Verstappen vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Du fährst pro Runde um ein Zehntel zurück. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,5. Und da vorne ist ein Sauber, der wird nicht aufhalten. Überrundungen ist natürlich auch ein Thema. Gerade wenn du dann überrundet wirst mit frischen Reifen, ist es auch tödlich, ist es Gift. Weil dann wirst du auch overcutted. Das ist auch eine Möglichkeit.
tritt aber eher im späteren Verlauf des Rennens zu. So, jetzt verteilen wir schon die beste Zeit. Und Sebastian auch. Also im Umkehrschluss haben die jetzt nochmal Gas gegeben. Zeit, letzte Runde. Die letzte Runde lag bei 1,1. Ob der ist eine 21 tief gefahren. So, strategisch wäre es jetzt sinnvoll, wenn der Sauber mich schon vorbeilässt. Aber das macht er natürlich nicht. Warum sollte er auch? Weil das kostet gerade nur Zeit. Und da oben in den Kurven kostest du mir noch mehr Zeit. Das war nicht gut. Also jetzt könnte ich hier das Duell noch verlieren gegen die beiden. Das war in der Box. Was ich eigentlich gegen Vettel nicht haben wollte. Und nicht gegen den Verstappen da vorne. Und Hamilton hat eh einen Stopp schon mehr rausgefahren. Alles, was ich nicht beeinflussen kann, ist jetzt tödlich für mich. Sag mal, ob der fett fährt oder nicht. Die fahren 21,1. Und zwar Hamilton. Vom Gefühl würde ich sagen, aktuell reicht der Vorsprung von Hamilton. Kommt keiner raus? Fahrer vor mir? Verstappen liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,9 Sekunden. Du liegst pro Runde um 8 Zehntel zurück. Fahren mit neuen Weichen rein. Die letzte Runde. Der fährt echt durch. Teamkollege an der Box. Da müsste man jetzt im Nachhinein nachgucken. Wann ist der zum ersten Mal reingekommen? Wann ist der zum zweiten Mal reingekommen? Wie groß war der Rückstand, bevor er abgebogen ist und so weiter und so fort. Dann findest du den Fehler in deiner Strategie. Gegenüber Verstappen. Weil den habe ich am Anfang des Rennens nie gesehen. Ich denke mal, die Zweikämpfe mit Vettel oder das Gelaber hat mich da aus dem Tritt gebracht. Und aus dem Fenster gebracht. Ja, Hamilton dreht auf. Jetzt müsste man zählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das ist wahrscheinlich doch zu langsam gewesen. Da vorne kommt jemand raus und das ist ein Haas-Fahrer vor mir. Ist auch eine Überrundung. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 9,5 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 22,1. Die fahren alle nicht mehr rein. Also Vettel fährt sehr lange. Und Verstappen fährt schneller als ich. So, jetzt war es keine neue Runde von Hamilton. Vielleicht ist er schon abgebogen. Das weiß ich jetzt nicht. Kommt keiner raus, wenn man keine Position gut. Also vorwerfen kann ich mir hier gar nichts. Das mit Bottas zum Beispiel habe ich noch realisiert, dass der drin war. War aber schon zu spät. War schon zu spät. Genauso wie ich gegen Verstappen reagieren hätte müssen. Und der fährt mir jetzt weg.
mit dem Reifen. Und ihr seht schon, ich habe Probleme, den Haas zu überrunden. Der Abstand zum Hintermann beträgt 10,6 Sekunden. Und das ist jetzt kein Witz, der kostet mehr Zeit. Der guckt da vor mich rum und... Obwohl ich klar der Schnellere bin oder von der Position her besser bin, der lässt mich nicht vorbei. Aber ihr könnt mir gerne Feedback abgeben, wie ihr das fandet. Ich kann natürlich auch ein extra Video nochmal machen. In 2018 dann natürlich. Über Strategie. Oder ein separates Video. Natürlich, was man auch nicht unterschätzen darf, ist natürlich der Reifenverschleiß. Der spielt auch noch eine gewisse Rolle. In der Regel natürlich, im Spiel ist es einfacher als in der Realität. Im Spiel hast du nur Prozente und nach denen wird sich gerichtet. Das hast du ja meistens im Training dann schon irgendwo rausgefunden. Wie dein Verschleiß ist, ist der höher, ist er nicht höher. Kannst ja auch nachgucken, wie lange die Reifen halten. Das rechnen die Teams ja auch immer ungefähr in den Long Runs aus und rechnen sie ungefähr hoch, was das bestmögliche Szenario wäre. Aber man hört ja auch immer so gerne Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Plan A ist immer der schnellste. Das ist der schnellste Weg, der möglich ist. Bei Rhein war es zum Beispiel Plan D von Sebastian Vettel. Plan A war 2-Stop, Plan B wird auch 2-Stop gewesen sein, nur andersherum. Ja, eventuell früh, eventuell später. Plan C gibt es dann auch noch. Das ist dann nochmal langsamer, als man geglaubt hatte, was möglich ist. Was wäre es gewesen sein? 1-Stop, nur anders, später, früher. Und Plan D ist dann auch nochmal eine 1-Stop. Das ist dann eine Strategie. Wie war das bei Sebastian Vettel, wo du halt den letzten Stint in die Länge gezogen hast? Das war bei denen quasi Plan D, während Plan C zum Beispiel mit der 1-Stop, die schon langsamer war auf dem Papier bei denen. Aber der Stop, der letzte Stint wäre nicht so lang gewesen. Und das war damals dann das Plan. Das war damals Plan D. Bei Ferrari in Bahrain, falls ihr euch noch erinnern könnt. Und es wäre laut Ferrari die viertschnellste Variante gewesen. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass es dann für die in der Strategieabteilung jetzt nur die viertschnellste Sache gewesen wäre. Ich glaube, die 3 Sekunden, die interessieren mich nicht. Fahrer hinter mir. Ja, der verliert Zeit. Ich denke mal, dass es hier Platz 6 oder Platz 5 eigentlich werden müsste. Einer fährt noch vor mir, der da nicht hingehört. Weil damals, Bahrain ist das strategisch ein gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Am Anfang des Rennens hat man gesagt, 2-Stop. Wir werden 2-Stop fahren, weil jeder davon ausgegangen ist, dass 2-Stop die schnellste Strategie ist. Punkt aus, fertig. So, das bedeutet, man rechnet damit 2-Stops, aber du musst... Und das ist es halt, die Konkurrenz. Hat ja auch Daten. Man hat ja auch während des Rennens Daten. Man fragt ja nicht ohne Grund die Fahrer, wie sieht es aus mit den Reifen? Kannst du damit noch fahren? Geht da noch was oder nicht? Und switcht dann eventuell die Strategie um, weil der Computer dann sagt, ja Moment mal, dann sparen wir uns den Reifen, weil der Fahrer momentan eine bessere Pace noch fahren kann mit den abgelutschten Dingern, als das der uns vorgeschlagen hat. Dadurch kommt die Strategie in den Teams dann zustande. Also es ist... Ja, es sind viele, viele Sachen in echt vor allen Dingen. Also in echt, die Strategieabteilung, ich finde, irgendwo so faszinierend macht. Weil ich schon gern mit Zahlen. Lieber Zahlen als Vokabeln.
Ich habe lieber Formeln auch gelernt als nee, ich habe lieber, ja, Formeln gelernt als Vokabeln. Das ist leider echt so. In Mathe war ich echt gut, wenn es um Formeln geht. Das war nie mein Problem. Dieses mathematische Verständnis habe ich eher gehabt, währenddessen ich Geometrie, also räumliches Denken, absolut nicht konnte. Da war ich, das hört sich komisch an, aber sobald es wirklich trocken wurde, man sagt ja mal die trockene Mathematik, da war ich gut. Sobald es in Räumlichkeiten ging, keine Ahnung, das habe ich nie hinbekommen. Das war für mich immer so ein Buch mit 7 Siegeln. War ich immer schlecht. Das habe ich nie kapiert. Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,8 Sekunden. Du verlierst pro 113. Dann ist das Esteban. So, jetzt will ich aber langsam mal vorbeigelassen werden. Dankeschön, Haas. Hat viel zu lange gedauert. Und Vokabeln habe ich auch. Nee, konnte ich auch nicht. Das war auch immer so. Englisch war mein Problem. Spanisch hatte ich auch am Anfang eigentlich nie die Motivation für mich. Nie so wirklich interessiert, Sprachen zu lernen. Mittlerweile. Ich will nicht sagen, dass es mir nichts gebracht hat, Schulenglisch. Es bringt mich schon weiter. Auf der Arbeit merke ich das. Hört sich komisch an, ist so. Man sagt ja immer, wenn man nicht mehr redet, oder man verlernt die Sprache, sagt man so schön. Ja, es stimmt. Man verlernt es. Wenn man es nicht benutzt, dann verlernt man es. Aber wenn du es schon mal gehabt hast, und du hast dann irgendeinen LKW-Fahrer, der kein Wort Deutsch kann, dann ist deine erste Frage, do you speak English? Und dann merkt man komischerweise, das scheiß Schulenglisch, was man auf gut Deutsch hatte, das hilft dir weiter. Ob du Sätze bauen kannst oder nicht, spielt ja in dem Bezug ja keine Rolle. Ob die Grammatik stimmt, aber da fallen dir irgendwelche Vokabeln wieder ein. Das ist abnormal. Das ist mir in Belgien ist mir das irgendwann aufgefallen. Am Anfang war man da nur so extrem schüchtern und so nach dem Motto, weil man einfach raus war, natürlich auch irgendwo. Fahrer vor mir. Mit dem Englisch. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und so nach 2-3 Tagen, weil du sprichst ja dann eigentlich auch erstmal nur in Englisch. Französisch konnte ich nicht in Belgien, vergiss es. Da kommst du mit Englisch, kam ich mit Englisch auch weiter. Du kommst dann schon weit. Ja, du kommst auf jeden Fall dann schon mal weiter. Klar, wenn du natürlich jetzt zum Beispiel in Italien bist und du sprichst nur gebrocken Italienisch. Da sind sie schon froh drüber. Ja. Aber wir Deutschen sind ja auch da froh drüber. Wenn er dich irgendjemand anspricht hier, der hier Tourist ist, ja. Und der spricht mit dir Deutsch. Klar, wenn es irgendwo aufhört, dann kann ich es auch verstehen, weil wenn ich in einem anderen Land bin und ich kann ja auch nicht die komplette Sprache, aber wenn der nur mit dir Deutsch redet, dann bist du ja auch schon als Deutscher froh, dass du ja auch nicht ins Englische übergehen musst. Wobei, ich find's eigentlich nicht so schlimm, weil ein bisschen Englisch kann ich noch ganz einfach auch. So, jetzt schwitze ich hier trotzdem noch wie ein Schwein und wie ein Esel. Ja, genau so. Und das Rennen ist immer noch nicht vorbei. Okay, der Wagen hinter dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf super weichen Reifen unterwegs. Fahrer hinter mir. Viertel hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 9,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen super weichen Reifen. Ja, der kriegt mich noch. Der wird mich noch bekommen. Also Vettel. Ja, aber das haben wir ja vorhin gesagt, der wird relativ spät kommen, aber 10 Sekunden verloren, das ist heftig viel. Das ist heftig viel. Ungarn ist so eine Problemecke, man kann nichts trinken. Während der Fahrt. Also ich schwitze und schwitze und schwitze. Das ist so ein bisschen das ist Sport. Jetzt ist es nicht mehr Zocken, jetzt ist es schon Sport. Klar, weil sich das Zimmer natürlich auch aufheizt. Ohne Luftzufuhr, ich habe den Ventilator natürlich aus. Ist klar. Das könnte mir noch helfen, der uns überrundet. Fahrer hinter mir. Ja. Ich dürfte die 3 Sekunden jetzt nicht haben.
Trotzdem ist irgendjemand vor uns, der da nicht vorne hingehört, Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir, der Abstand zum Auto vor dir beträgt. Ah ne, Daniel ist ja hinter uns. Ich nehme alles zurück. Mein Glas ist auch leer. Ich habe kurz nach dem Glas gegriffen. Das ist das Problem, wenn man auch noch schalten muss. Brauchst du eine Trinkanlage hier, wie echt Formel 1 war. Und dann kommt auch so ein Chemiespruch. Ja, ich drücke die ganze Zeit auf den Knopf zum Trinken, aber da kommt nichts raus. Ich habe mir vergessen, das jetzt zu installieren. Ich weiß gerade, wie sich Chemie angefühlt hat. Ich weiß es gerade eben. Und ich habe die G-Kräfte noch nicht mehr, aber ich schwitze wie ein Esel. Boah, ist das schlimm gerade. Ja, und du bist da hochkonzentriert. Ich glaube, Kimi hat dann erstmal die Flasche rausgenommen. Nach dem Rennen. Oh, oder Visier runter. Eins von beiden. Fahrtwind. Das macht viel aus. Dann. Das habe ich auch nicht. Ich habe mir keine bewegte Luft. Oh, ich weiß, wie der sich angefühlt. Das ist wie eine Sauna. Roter Kopf, deswegen kommen um dann keine Streams, weil es einfach zu warm ist. Boah. Ich bin mal gespannt, wie das beim Release-Stream wird, ey. Ich glaube, dann werde ich mir hier einen Kühlschrank hinstellen. Dann abkühlt. Okay, Abstand zum es wird lustig dann mit der Kamera, ich sehe das jetzt schon kommen, ey. Boah. Treibstoffinfo. Wir haben noch Benzin für etwa 14 Runden. Der Benzinstand sieht gut aus. Der Verbrauch läuft nach Plan. Ja, schön, aber gefühlt 14 Runden, da sind ja noch über 20 Minuten. Ja, es kommt hin. 20 Minuten ungefähr. Was hält man hier? 1,20? 1,20. Ja, okay, ein bisschen weniger als 20 Minuten, aber trotzdem. Ich gehe ein. Ich weiß, warum YouTube nicht mein Beruf werden wollte. Ich weiß es ganz genau, dass ich mir eine Klimaanlage hier einbauen muss. Und die frisst Strom. Ohne Ende. Zum Glück habe ich was Kaltes im Kühlschrank stehen. Ich hoffe, ihr auch. Also heute ist am schlimmsten. Heute ist echt am schlimmsten. Also ich habe auch gestern aufgenommen. Auch gegen abends. Eigentlich müsste man morgens aufnehmen. Ja, morgens müsste man eigentlich aufnehmen. Ah ne, das ist in der ganzen Fehler. Man sollte abends aufnehmen, ist schon richtig. Denkfehler, wenn ich morgens aufnehme, heize ich den Raum morgens schon komplett auf. Ja, und dann bleibt das den ganzen Tag über warm. Ja, ja. Also so hingehen, nachts ist am besten. Deswegen nicht, weil man keine Streams kommt. Das ist zu heiß. Das ist es ganz einfach. Also und gesund ist es auch nicht. Bei der Hitze eigentlich irgendwas zu machen. Aber so, solche Tage hält die Konzentration fit. Fahrer hinter mir. Den kaputten Flügel. Zeit letzte Runde. Okay, die Zeit der letzten Runde war 18. 3. Der war aber mal schneller als wir. Nur ich rette es halt einfach nicht über die Distanz. Fahrer vor mir. Verstappen vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 9,7 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,4. Auf jeden Fall, wir schlagen Perez, Ocon, Schgattes Teamkollege. Nico ist im Moment unbedingt. Der holt wenigstens einen Punkt. Es ist sau wichtig für die Konstrukteursmeisterschaft. 1, 21,
Gattos Konkurrent. Jawohl, da ist nicht in den Punkten, der Ocon. Fahrer hinter mir. Der verliert. Zeit letzte Runde. Deswegen zum Beispiel wurde GP ist deutlich angenehmer für mich zum Aufnehmen. Aber was tut man nicht alles für seine geliebte Community? Deswegen holen wir schon mal einen Daumen nach oben. Also wer sich die 100% Rennen komplett anguckt, darf echt von mir einen Daumen nach oben. Es müssten circa 40 Leute sein. 40, 50 Leute. Aber natürlich auch an alle anderen, die das hier nicht gucken, komplett gucken. Auch natürlich ein Danke. Ja, Dankbarkeit ist in unserer Gesellschaft auch ein Problem. Da war mal was im Radio. Ich denke mal, die meisten kennen das. Man sieht eine etwas ältere Dame. Ich will es jetzt mal freundlich ausdrücken. Ich will jetzt nicht sagen eine Rentnerin. Eine etwas ältere Dame. Früher war es ja dann im Bus oder... Ja, gerade im Bus. Dann so der Fall, dass man ja als Junger in der Regel dann Platz angeboten hat. Und da habe ich mal gehört, heutzutage kriegst du eher Funksprüche an. Ich bin doch nicht so alt! Ja, das ist Dankbarkeit. Ja. Das ist ja ein Geben und Nehmen, sagt man ja immer so schön, ja. Viele geben ja mittlerweile nichts mehr, ja. Die wollen nur nehmen. Was ich extrem schlimm finde. Ja. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Video. Qualitativ. Ob gut oder schlecht, das müsst ihr entscheiden. Könnt ihr ja. Ich gebe euch ein Video und ihr... Ja, es hört sich jetzt komisch an. Was gibt ihr mir zurück? Ja. Also, was nehme ich von euch? Eigentlich müsste ich ja sagen... Nein! Och, mal schon der dritte Ausfall von unserem Teamkollegen. Das ist doch nicht mehr feierlich. Also, Nico und ich werden keine Freunde mehr in dieser Saison. Fahr rein hinter mir. Cool. Also, Vettel. 21,4. Zeit letzte Runde. Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,7 Zehntel Vettel schneller. Noch Platz 5 wäre schon genial. Aber wir haben eigentlich keine Highlights gehabt. Ne. Höchstens ist eine Manöver noch gegen mit Sebastian Vettel, aber... Oh, Perez Nullnummer! Das ist noch besser, der kurze Testwertung für uns. Bei der wird in den Punkten drin gewesen sein. Und kein Safety Car. Kein Safety Car. Also das Benzin-Upgrade, das war das Beste, was ich gemacht habe bisher. Mal schauen, ob die Chassis-Abteilung den Glücksgriff zieht mit der Gewichtsreduzierung dann in Belgien. Das wäre top. Das wäre wichtig. Das geht jetzt, Sergio. Sergio finde ich eigentlich ein schöner Name. Gibt schlimmere. Damit ist ein Rennen Norbit ausgeschieden. Und ein Force India, Scatos Konkurrent. Und der ist nicht in den Punkten.
Gut, gegen Red Bull holen wir keine Punkte auf. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 10,7 Sekunden. Sie waren mit allen Weichen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,4. Oh, da habe ich jetzt mit Gewalt den dritten Gang reingedrückt. Setup optimal hier in Ungarn. Also ich habe mich jetzt bisher immer wohl gefühlt. Es tut mir leid, wenn ich hier keine Highlights präsentieren kann, ja. Das ist immer das Schlimme, finde ich, da dran. Kein Highlight-Rennen. Das ist echt traurig. Gut, Ungarn ist ja in der Regel immer sehr unspektakulär. Treibstoffinfo. Die Hälfte haben wir geschafft von vorhin. Also Simon hat der Ricciardo noch Zeit. Fahrer hinter mir. Ja, um 7 Sekunden gut zu machen. Zeit letzte Runde. Und er ist nicht wirklich schneller. Also Strategieabteilung von Sebastian Vettel, die muss noch mal was dazu lernen. Die sollte sich den Part auch noch mal anschauen. Ah, die beiden Mercedes sind vor uns. Verstappen ist vor uns und Daniel, das sind 4 Fahrzeuge, ja. Warum schaltet von denen keiner aus? Also wenn man sauber fährt, jede Runde wirst du schneller, auch hier in Ungarn. Ein Abschiedsstream ist zwar auch mal eine Frage. Gut, wenn Raikön die überrundet hat, dann ist es sogar für mich noch besser. Und ich, wenn ich nicht überrunde, dann haben die 3 Sekunden keine Auswirkungen. Aber ich habe mir schon fast gedacht, dass sie keine Auswirkungen haben. Mein DRS ist gerade kaputt. DRS offline. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. Bleib draußen. Wir können von hier aus an dem Problem arbeiten. Stört mich nicht. Ja, alles klar. Noch eine Verwarnung sollte ich mir nicht einhandeln. Ich glaube, das war die fünfte. Oder die vierte. Wie dem auch sei, keine mehr einfangen und fertig ist die Sache. Durchschwitzen. Alles geben. Das erste, was ich gleich wegschmeißen werde, ist die Kopfhörer. Weil durch die schwitze ich auch viel. Boah, sehr schön genommen, die letzte Kurve. Das war ein Traum. War aber nicht wirklich schneller, der letzte Sektor. Gut aussehen. Ist nicht alles. Belgien kommt danach und Italien. 2 richtig geile Kurse, auf die ich mich sehr freue. Und Singapur sowieso. In Singapur, da haben wir sogar im Forst-Indien eine Kurve, einen Doppelsieg rausgefahren. Also selbst da könnten wir uns im Renault auch gute Chancen ausrechnen. Ungarn ist so ein Kurs, wo sich das einfach nur zieht, abgrundtief, das Rennen.
Fahrer hinter uns. Der hinter mir. Das reicht. Die Fahrpraxis sollte ich haben, um zu sagen, das geht auf. Und wir wären damit zwei Positionen besser, als wir gestartet sind. Gut, der Kimi hat die Beine schon überrundet, lege ich mich mittlerweile fest. Also auch fettes Pace war nicht besonders gut. Fahrer vor mir. Vor dem ziehe ich auch nochmal meinen Hut. In der Box überholt. Auch per Undercut, das muss man so sagen. Das muss man so zu Protokoll schreiben. Der verliert sogar noch. Ja, ich denke mal durch eine Überrundung von Kimi. Vielleicht hat es jetzt stattgefunden. Im Belgien fehlerfrei durchkommen? Schwierig. Treibstoffinfo. Okay. Selbst 6 Sekunden mehr würde mich jetzt nicht mehr interessieren. Der Grundstein wurde aber auch hier gelegt, natürlich. Am Anfang. Ja. Weil wir Sebastian Vettel quasi bekommen hatten. Am Anfang konnte er nicht wegfahren, so wie Kimi. Das bedeutet, da haben wir die Position gewonnen, klar. Und ich habe gesagt, oh natürlich, da bleibe ich, aber ihr könnt am Start eigentlich nur verlieren. Ja. Aber ich habe ihn ja so bekommen. Wahrscheinlich ist er komplett schlecht weggekommen. War dann hier außen. Und wir müssten dann innen gewesen sein. Irgendwie so. Bin schon dabei. Fahrer hinter mir. Bin gerade komplett ruhig. Gegen wen fahre ich? Ja, würde ich so hinstellen. Ja. Ja. Gut, ich wäre jetzt noch weiter gegangen. Ich hätte gesagt Ricciardo und Verstappen. Weil es waren schon unsere direkten Gegner. Ich bin gespannt, wie das in Belgien sein wird. In Belgien braucht man wieder einen guten Motor. Gegen Mercedes und Ferrari, da müssen wir uns nichts vormachen. Da sehen wir kein Land.
auf den beiden Kursen? Glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Aber Singapur. Da rechne ich mir noch was aus. Singapur, was haben wir noch? Oh, Malaysia nicht unbedingt. Außer es ist das komplette Katastrophenrennen. Mit Regen und was weiß ich noch alles. Aber Malaysia liegt mir, glaube ich, in der Cockpit noch weniger. Malaysia wird das letzte Mal sein. Zu Glück. Ich mag die Strecke einfach nicht. Malaysia, zum Zuschauen ist sie geil. Keine Frage. Da müssen wir nicht diskutieren. Das ist eine geile... Ein geiler Kurs zum Zuschauen, zum selber fahren. Glückwunsch an Kimi Räikkönen. Und damit ist es offiziell. Ich könnte jetzt hier nochmal den Bummelzug machen. Würde keine Rolle spielen, denn die beiden hinter uns sind abgewunken worden in Form von Daniel Ricciardo und Sebastian Vettel. Der Bottas müsste auf der 2 sein vor Lewis Hamilton. Das müsste, ja, so müsste es sein. Und auf der 4 Verstappen, auf der 5 4. Also Bottas 2, wir schauen gleich, ob das so stimmt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir dann wieder den Überblick haben während eines Rennens. Also wer fällt welche Strategie? Das müsst ihr halt, das muss man alles noch im Kopf haben. Das rechnet ja das Spiel nicht im Hinterkopf aus. Was auch wieder so eine Sache ist. Ich könnte es doch jetzt ausscheiden, es würde keine Rolle spielen. Ich würde gewertet werden als Fünfter, weil ich weiter gefahren bin als Daniel Ricciardo und Sebastian Vettel. Ja. Und selbst wenn das Auto streiken würde, oder ich das Auto in die Wand setzen würde, würde keine Rolle spielen, ich wäre Fünfter. Und das ist dieser fünfte Platz, den nehme ich so dankend an. Das war zwar ein highlightloses Rennen, aber ein gutes Rennen von mir. Und deswegen kann ich mit dieser Leistung, gerade besonders Runde 1, natürlich extrem stolz sein. Oh, ist das schön. Fünfter Platz, damit sollten wir Fünfter in der WM bleiben. Nur Max Verstappen sollte Punkte gut gemacht haben. Genau. Daniel Ricciardo hat Punkte verloren. Sergio Perez hat Punkte verloren. Esteban Ocon hat auch Punkte verloren. Und der Konstrukteurswertung haben wir Punkte gut gemacht. Und Kimi Räikkönen müsste die WM weiter ausbauen. Und ich hatte recht. Bottas am Ende auf der 2 und der mindestens Dritter. Ja, das war relativ einfach. Weil die zwei unterschiedliche Rennstrategien gefahren sind. Bei Hamilton ist mir das relativ früh aufgefallen, weil er relativ früh oben eingeblendet ist, dass er die schnellste Runde gedreht hat. Also Hamilton war auf eine 3-Stop unterwegs, Bottas auf eine 2-Stop, genauso wie Kimi auch 2 hatte, Sebastian Vettel hatte auch 2 Stops, aber er hinten herausgezögert die Stints. Also lange erste Stints und der letzte Stint war am kürzesten. Dadurch hat er die Track Position auf der Strecke verloren und ist somit auch hinter Daniel Ricciardo gefallen, der ebenfalls 2 Stops gefahren ist. Da merkt man, oder das ist aber ja so ein gutes Beispiel, dass die Track Position so entscheidend ist während eines Rennens. Richtig. Genau, alles richtig gesagt. 3 Stops Hamilton, der Rest 2 Stops. Und Sebastian Vettel von der Pole auf dem 7. Platz, das war die Strategie. Er hätte am meisten profitiert, der Sebastian hätte viel davon profitiert, wenn Safety Car gekommen wäre, und zwar nachdem wir reingefahren sind. Nachdem Bottas drin war und Hamilton drin war. Da hätte Vettel wieder alles richtig gemacht. So gesehen, hier ist nichts passiert. Puh, Magnussen 12 Strafen, leckt mich fett. So gesehen war dann die Strategie, früh reinzukommen, den Stint, die ersten Stints früh zu machen und den letzten Stint so lange wie möglich hinaus, das ist die schnellste Strategie. Und das ist einfach in der Regel auch die schnellste Strategie. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Da braucht ihr mit mir nicht drüber diskutieren. Ja. Wenn du vorne bist, weich, von weich nach hart, die Reifenmischungen, da machst du nichts verkehrt mit. Weil du immer deine verdammte Track Position behältst. Das ist so entscheidend. Track Position heißt das. Track Position. Man sieht auch Bottas 45 Sekunden Rückstand auf Räikkönen. Also da habe ich echt
Da war ich echt am Aufhalten. Wir können ja mal. Wir spielen das Spiel jetzt mal durch mit Sebastian Vettel. Das ist jetzt so ein Strategiepart. Also, Sebastian Vettel ist gefahren bis Runde 19. Ist dann auf die Softreifen gegangen. Also ist schon härtere Reifen gefahren. Im Mittelsten ist dann in Runde 52 reingefahren. Also super soft, soft und super soft und hat die Stints 18 Runden lang gezogen und den ersten Stint sogar auch 19. Das heißt, die Reifen wären wahrscheinlich gleich alt gewesen sein. Das heißt, er hat keine frischen Supersoft-Reifen mehr gehabt. Also natürlich auch immer so eine Sache, hast du nur so frische Supersoft-Reifen, dann kannst du drei Runden mit den Reifen länger fahren und so weiter und so fort, weswegen ich immer in Q3 einen Reifensatz aufspare. Aber das wäre die Strategie, ich glaube, das wäre von vielen die Strategie gewesen, die sie auch genommen hätten von euch. Supersoft, Soft, Supersoft. Dadurch verliert ihr die Track Position. So, der Ricciardo ist Supersoft gefahren und damit habe ich, glaube ich, recht. Ja, Runde 37, genau, Runde 37. Und in Runde 6. Ja, das kann gar nicht sein, Runde 20. Aber in Runde 6 hat er viel Zeit verloren. Im Mittelsektor. Ah, okay, da hat er die, das war das virtuelle Safety Rechner, also, ja, Runde 20, nee, was hab ich gesagt? Runde 19, also, da sind wir, glaube ich, auch abgebogen, oder? Wir waren eine Runde früher drin. Wir waren eine Runde früher drin. Also 19. Dann hat er die schnelleren Reifen, holt das auf Sebastian Vettel quasi auf. Vettel fährt mit den langsamen Reifen. Irgendwann kommt dieser Crossover-Punkt, wo Daniel Ricciardo und Sebastian Vettel gleich schnell sind ungefähr. Dann zieht Daniel Ricciardo die frischen Soft-Reifen drauf und fährt dann wieder schneller als die Reifen von Sebastian Vettel. Währenddessen muss Vettel noch überrunden, weil wir mittlerweile so weit im Rennen fortgeschritten sind, dass das ihm auch noch zusätzliche Zeit kostet. Das heißt, im Umkehrschluss überrundet Vettel mehr Fahrzeuge am Ende des Rennens als Daniel Ricciardo, weil er den Mittelstint länger fährt, weil er mehr überrunden muss. Das ist auch noch so eine Sache. Das kommt auch noch hinzu, wieso deswegen fährt er auch in der Ricciardo rutscht. Weil natürlich Daniel Ricciardo ihn, glaube ich, auf der Strecke überholt hat und nicht in der Box. Aber so kommt es zustande, dass die näher zusammenrücken. Der Verstappen muss einen Undercut gemacht haben gegen uns. Nein, er hat den Overcut gemacht. In Runde 21 ist dann auf die Supersoft-Reifen gegangen. In Runde 38. Ja, Runde 8, aber bin ich in die Box gefahren? Viel, viel später müsste ich dann gerade gegangen sein. Ja, Runde 41. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Wieso ich dann die Position gegen Verstappen verloren habe. Erklärt sich alles von selber. Das ist jetzt diese Analyse, die ich meine noch, oder die ich angesprochen habe. Das ist die Analyse jetzt nach dem Rennen, die man machen muss. Wieso habe ich die Position auf der Strecke verloren? So, der ist 3-Stop gefahren. Da können wir mal kurz gucken. Der hat den Undercut gemacht in Runde 14. Dann hatte er in Runde 18 Verkehr. Das lese ich schon aus den Rundenzeiten hervor, weil er ist eine 22-1 gefahren. 22-7, das bedeutet, er war im Vergleich 2 Sekunden schneller. Wenn man Runde 13 und Runde 16 vergleicht, sind 2,1 Sekunden. Er fährt dann allerdings dann in der Runde 18, fährt er komischerweise 2 Sekunden. Das bedeutet, da wurde er aufgehalten. Und danach werden die Rundenzeiten wieder schneller. Das bedeutet, bis der optimale Punkt gegen Hamilton wäre Runde 18 gewesen, wo du halt dann noch die Chance gehabt hättest. Aber das siehst du während des Fahrens einfach nicht. So, super soft, super soft. Also super soft, soft, super soft, super soft. Ja, das war die Strategie von Hamilton. Und wir waren in Runde 41 drin. Und der war in Runde 40 drin. Das war sogar noch ein Undercut gegen uns. Und dann ist er doch mal reingefahren, oder? Ja, Runde 56 hat er den Boxenstopp schon rausgefahren. Da müsste man jetzt genau gucken, wie und wo und was. Und Bottas hat uns undercutet. Am Anfang. Ja, Runde 16. Runde 16 war das sogar schon. Oh, da war ich 2 Runden zu spät. Oh, ja, das reicht. Das reicht, wenn der Mann direkt hinter dir ist, dann war es das. Und super soft ist der gefahren, oder? Ja, und soft. Alles klar. Ich weiß, warum mich die Kollegen überholt haben. Und zwar alle in der Boxengasse und nicht auf der Strecke. Das war Strategie.
Sekunde von mir. In der WM bleiben wir auf Position 5, haben 3 Punkte Vorsprung auf Daniel Ricciardo. Wir haben sogar ja den Vorsprung ausgebaut. Nico Hülkenberg auf Position 13, ansonsten verschiebt sich hier nichts. Konstrukteurstechnisch sind wir 6 Punkte rangekommen an Force India. Also die sind durchaus zu besiegen. Die sind schlagbar. So, ich hoffe, euch hat dieser Strategiekurs gefallen in diese Abteilung. Ich hoffe, euch habt dadurch den Part ein bisschen spannender gemacht. Könnt Feedback abgeben, wie ihr das fandet. Strategie ist, ich finde das immer so brutal interessant. Strategie. Wer macht den Fehler? Wie reagiert das andere Team? Und so weiter und so fort. Es ist eine Physik, die ich sehr liebe. Ich hoffe, euch konnte euch da einen tieferen Einblick bieten, präsentieren, wie das Ganze abläuft. Wieso mich jetzt zum Beispiel Bottas, Hamilton und Verstappen überholt haben. Und warum die Track-Position so wichtig ist. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Das wird mich positiv stimmen. Dann sagt ihr mir, dass euch das weitergeholfen hat. Ansonsten sage ich, sehen wir uns bald wieder. Und dann zum großen Preis von Belgien. Macht's gut, haut rein und tschüss.